diese eine Nacht im Jahr, an der du am Abend besser nicht vor die Tür gehst. Es klopft an der Tür. Öffne nicht. Es könnte dein Schicksal vor der Tür stehen. Happy Halloween bei Hör mal zu mit Der Hexenfluch. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Im 17. Jahrhundert brach in Moldawien der erbarmungslose Kampf gegen die scheußlichen Ungeheuer los, welche die Chroniken damals Vampire nannten. Nach dem Volksglauben sollten es unselig Gestorbene sein, die nachts aus ihren Gräbern stiegen, um Lebenden das Blut auszusaugen. Wer solch einem Vampir verfallen war, wurde selbst zu einem Vampir und damit zu einem Sklaven des Fürsten aller Vampire, des Dämons Dracula. Im fanatischen Eifer bezichtigten sich die Menschen gegenseitig. Brüder klagten ihre Schwestern an, Söhne ihre Väter. Und bevor die Verurteilten starben, wurde ihnen das Zeichen Satans in das verdammte Fleisch gerannt. Asa, Tochter des Fürsten Fjedorweida. Das hohe Gericht hat dich der Hexerei für schuldig erkannt und dich zum Tode durch das Feuer verurteilt. Ich, dein Bruder, zweitgeborener Sohn des Fürsten Weida und Vorsitzender des hohen Gerichts, vollstrecke dieses Urteil. Aus unserer Familie seist du hiermit ausgestoßen. In verbrecherischer Liebe hast du dich mit deinem Vetter Jawotitsch vereint. Er verdächtig ist, ein Dämon, ja vielleicht Dracula selbst zu sein. Du sollst verflucht sein, wie die abscheuliche Brut der Dämonen, und verdammt sein wie er in alle Ewigkeit. Auf ihr Gesicht schlagt jetzt die Maske des Satans, das Zeichen der Hexen. Ihren Körper verzehre das reinigende Feuer, damit sie für ewig ausgelöscht sei und ihre satanische Liebe die gerechte Sühne finde. Nein! Oh, Gryami! Ich, Asa, deine Schwester, verfluche dich. Im Namen Luzifers sei verflucht! Ich werde dich immer verfolgen und dich peinigen. Du sollst weder meiner noch der Rache des Satans entfliehen. Die Elemente sind entfesselt. Hüte dich, schon in Kürze wird mein Fluch sich erfüllen. Hüte dich, Gryabi, meine Rache fällt auf dich und alle deine Nachkommen, weil ich noch im Blut deiner Kinder und Kindeskinder für alle Zeiten weiterlebe und in ihnen wirke. Denn sie werden es sein, von denen ich das Leben zurückfordere, das du mir jetzt nehmen willst. Ich werde zurückkehren, das schwöre ich dir. Und meine Rache wird furchtbar sein. Ihr wird eine eiserne Maske mit Dornen aufs Gesicht gedrückt. Danach zündet man den Scheiterhaufen an. Als hätte der Leibhaftige selbst die Hand im Spiel, kommt ein Regenschauer und löscht die Flammen. Die Überreste der Hexe werden in die Familiengruft gebracht. Der Sarg wird mit einem Kreuz gesiegelt. Hundert Jahre später, in einer Postkutsche durch die Strigojka. Kutscher! Wie weit ist es noch bis zur Kreuzung nach Batolod? Gut 3 Meilen noch, Herr. Hier. Noch 3 Meilen. Wenn wir in Batolod übernachten, sind wir erst übermorgen in Vinica. Na ja, das macht nichts. Das Wirtshaus dort ist wirklich ausgezeichnet. Da gibt es frischen Lachs und guten Wodka. Der Kongress beginnt ja übermorgen erst. Aber doch schon morgens um 8. Hoffentlich verpassen wir nicht die Eröffnungsrede. Die ist doch sehr wichtig. André, wann hast du deinen Doktor gemacht? Vor 4 Jahren. Seitdem bin ich bei Ihnen. So. Wenn du erst mal 30 Jahre Doktor gewesen bist, dann wirst du auch wissen, wie leer und einfältig das Kongressgefasel ist. Tja. Hey, Kutscher, halt mal an. Hey, brrr. Du kommst schneller zum Gasthaus, wenn du den Weg mitten durch den Wald nimmst. Der ist völlig versandet, den fährt keiner mehr. Ja, ich weiß schon, du hast bloß Angst vor Gespenstern.
Ich fürchte mich gar nicht. Nein, ich war im Krieg gegen Napoleon, aber ehrlich gesagt, ich würde lieber noch mal gegen diesen verdammten Napoleon kämpfen und gegen seine Soldaten als gegen Gespenster. Vielleicht gibt dir das etwas Mut. Also los, nun fahr schon. Aber den Weg durch den Wald. Warum fährt er jetzt so schnell? Vielleicht wegen des Trinkgelds oder aus Furcht. Verdammt nochmal, ausgerechnet hier muss mir das passieren. Das kommt vom zu schnell fahren. Donner, hilf mir, wie komme ich jetzt bloß weiter? Ist die Achse gebrochen? Nein, nein, das Rad ist bloß abgesprungen. Ich hoffe, ich kann es selber wieder aufsetzen. Also mach. Es ist wirklich ungemütlich hier. Und dieses Geheul dazu. Ja, es kommt von dort her. Gehen wir mal hin. Was kann das bloß sein, Professor? Ich weiß auch nicht. Das klingt sehr merkwürdig. Unheimliche Geräusche, die an die Höhle von El Diablo erinnern. Sie folgen den Geräuschen bis in einen halb verfallenen Schlosshof. Dort, aus einer tiefen, schwarzen und unergründlichen Gruft, kommen die Klagelaute her. Sie steigen die Stufen zur Gruft hinab. Dort steht in einer Ecke ein schwarzer Sarg, ganz von Ruß bedeckt und mit einem Kreuz gesiegelt. Ah, daher kommt das Heulen. Der Wind streicht durch die Pfeifen dieser alten Orgel hier. Wo bleiben Sie denn nur? Wir kommen gleich. Hoffentlich ist das Rad in Ordnung. Hier liegen sie alle beieinander. Alle, die einstmals zum stolzen Geschlecht der Fürsten Weida gehörten. Mehr als 1000 Jahre Kampf, Hass und Liebe. Und jetzt sind sie nichts als Staub in diesen Sarkophagen. Von ihnen blieb nichts als die Erinnerung zurück. Auf all diesen Steinsärgen ist die Geschichte der Weida eingemeißelt. Die hier drin liegt, war eine Hexe. Siehst du die Satansmaske? Sie wurde den Hexen damals aufs Gesicht gepresst. Zum Zeichen ihrer widerlichen Natur. Und warum das Fenster im Deckel des Sarkophages? Man glaubte, dass Hexen wieder auferstehen. Und daher soll das Kreuz da immer durch das Grabfenster sichtbar sein, um die Hexe zu bannen. Unglaublich. Hey, hallo! Meine Herren, wo sind Sie denn? Ich werde alleine nicht fertig. Ich brauche Ihre Hilfe. Kommen Sie, sonst müssen Sie zu Fuß gehen. Dieser Mann hat wahrhaftig Angst. Der Bursche fürchtet sich bloß. Geh, hilf ihm. Ich möchte mir das hier noch näher ansehen. Ja gut, ich bin auch lieber draußen. Ich finde es hier unten so bedrückend. Plötzlich verfängt sich eine Fledermaus in den Haaren des Professors. Er schlägt nach ihr und trifft das Kreuz am Sarkophag. Professor! Professor Klubayan! Was ist denn? Warum haben Sie geschossen? Sieh mal hier, André. Dieses Untier hätte mich fast umgebracht. Seltsam, wirklich seltsam. Meistens meidet doch dieses Nachtgelichter die Menschen. Gehen wir, Professor. Ich finde, dass es hier unheimlich ist. Jetzt verstehe ich auch, warum sich unser Kutscher so fürchtet. Professor, Sie haben sich ja verletzt. Ah ja, macht nichts. Hab kaum was gemerkt. Es blutet etwas. Vielleicht habe ich mich an den Stacheln der Maske gerissen. Als ob sie uns anblickt aus ihren leeren Augenhöhlen. Langsam rinnt ein Tropfen des Blutes an der Maske entlang zum Mund der toten Hexe. Und eine gallertartige Flüssigkeit bildet sich in den toten Augenhöhlen. Mit Hör mal zu, durch die gruseligste Nacht des Jahres. Wer sind Sie? Ich bin Professor Koma Kruvajan. Und das ist mein Assistent, Dr. André Gorobek. Ich war gerade im Park und habe einen Schuss gehört. Wer hat geschossen? Ich habe geschossen. Mich hat ein Untier angegriffen. Bitte entschuldigen Sie gütigst, dass wir uns erlaubt haben, die Kirche zu besichtigen. Wir waren der Meinung, es wäre eine Ruine. Es hat uns fast geheimnisvoll hineingezogen. Hier ist alles so dunkel und mysteriös. Weil alles verfallen ist. Mein Vater,
Der Fürst Weida hat befohlen, dass nichts mehr in der Kirche erneuert wird. Er glaubt, dass in der Kirche Unholde hausen und fürchtet, dass der Teufel... Meine Herren, ich bin fertig. Wir können weiterfahren. Wir kommen, sofort. Bitte entschuldigen Sie, es wird Zeit, dass wir gehen. Wir wollen noch bis Batoroth und dort übernachten. Bitte verzeihen Sie unser Eindringen. Es war mir eine große Freude, Sie zu treffen, Prinzessin. Diese Traurigkeit in Ihren Augen. Und was soll das? Ein Andenken an die Hexe. Das Kruzifix. Währenddessen im Schloss. Mich friert. Aus dem Kamin bläst ein eisiger Wind, der mir bis in meine Knochen geht. Es wäre sicher besser, wenn du schlafen gingest. Du hast so müde Augen. Ich weiß nicht, was es ist, Kind. Ich bin so unruhig. Geht, geht jetzt. Ich möchte allein sein. Gute Nacht. Gute Nacht. Bitte. Gute Nacht. Nein, warte. Du bist schon viele Jahre hier, Ivan, nicht? Ich bin hier geboren, Euer Gnaden. Heute ist Grigori-Tag. Du kennst doch sicher den Fluch, der auf dem Schloss liegt, nicht wahr? Heute vor 200 Jahren wurden durch Urteil des Inquisitionsgerichts unsere Vorfahren, Prinzessin Asa und ihr Geliebter, wegen Hexerei zum Tode verurteilt. 100 Jahre später war am Grigori-Tag ein furchtbares Erdbeben. Dabei stürzte die Kirche ein. Und die Deckplatte des Grabes der Hexe Asa war zersprungen, als ob sie aufstehen und an den Lebenden Rache nehmen wollte. Und tatsächlich verstarb in dieser Nacht die Prinzessin Masha auf unergründliche Weise. Sie war ein hübsches Mädchen. Und sie sah der Hexe Asa sehr ähnlich. Sie war gerade 20 geworden, wie Katja. Und Katja sieht ihr auch sehr ähnlich. Es ist, als ob sich die Hexe immer die schönsten Mädchen unserer Familie als Opfer aussucht. Es ist wie ein Fluch, der auf unserem Hause lastet, diese immer wiederkehrende Rache der Hexe Asa. Ich habe Angst, Ivan. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, Herr. Das Kreuz wird euch schützen. Auch wenn sie Rache nehmen wollte, so wird das Symbol des Kreuzes sie immer daran hindern. Ihr müsst es immer tragen, es bannt die Hexe. Ja, das werde ich tun, Ivan. Der Gedanke an das, was damals an diesem Tag geschah, hatte mich nur etwas verwirrt. Bitte trinkt jetzt, sonst wird der Tee noch kalt. Währenddessen im Gasthof, der Unterkunft des Professors und seines jungen Freundes. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Oh, Sie haben wirklich recht. Dieser Wald ist wunderbar. Mir ist es, als ob ich alle Leute umarmen könnte. Na, dann fang mal auf dem Schloss damit an. Ich habe den Eindruck, dass du da jemanden besonders gern umarmen möchtest. Eine ausgezeichnete Idee. Ich stärke mich noch mit ein paar Gläschen. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ich glaube, du gehst lieber schlafen. Im Traum kann man Prinzessin viel besser erobern, mein Freund. Und außerdem müssen wir morgen sehr früh aufstehen. Na bitte, also dann nicht. Ich werde für 6 Uhr wecken bestellt. Nein, 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 nicht nötig. Ich mache das schon, André. Ich will jetzt bloß noch ein paar Schritte an die frische Luft gehen. Bitte, gute Nacht. Gute Nacht. Und Vorsicht vor den Fledermäusen da draußen. Und du fall nicht die Treppe rauf. Nein, nein. Nein, ich gehe nicht. Immer dasselbe mit dir. Geh jetzt melken. Nein, Mutter, du weißt, ich habe Angst in den Stall. Wer soll denn sonst melken gehen? Ich habe viel zu viel zu tun. Entschuldigen Sie bitte. Finden Sie nicht auch, dass es eine Schande für ein so junges, kräftiges Mädel ist, sich zu fürchten? Sie will nicht in den Stall zum Melken gehen. Aber da gibt's doch nicht zu fürchten. Doch, Sie müssen nämlich wissen, unser Kuhstall liegt nah beim alten Friedhof. Vor den Toten braucht man sich doch nicht zu fürchten. Die wollen nichts weiter als ihre Ruhe haben. Ja, also, da hörst du es. Komm schon. Nun mach endlich, Sonja. Beeil dich. Du solltest dich schämen, Angst zu haben. Heute gehe ich noch mal, aber morgen nicht mehr. Um in den Stall zu kommen, muss das Mädchen über den unheimlichen Friedhof laufen. Eine mondlose, düstere Nacht erwartet sie. Laub raschelt unter ihren Füßen. Unbemerkt von dem Mädchen entsteigt circa 300 Meter entfernt der Geliebte der Hexe Asa seinem Grab. Auf den Tag genau 100 Jahre später. Große Löcher zieren sein Gesicht. Sie stammen von der Hexenmaske. Wie aus dem Nichts taucht eine schwarze Kutsche mit 4 Rappen auf.
setzt sich auf den Kutschbock und reitet wie der Teufel dem Schlosse und der Gruft entgegen. Währenddessen liegt der Schlossherr im Delirium. Böse Geister spuken ihm im Kopf herum. Papa! Nein! Was ist denn? Ich bin gefeilt vor dir. Ja, hör mich doch. Nein. Wo kriegen wir einen Arzt her? Zurück! Weißt du? Ja, ich habe eine Idee. Heute Nachmittag habe ich im Park einen Professor getroffen, der wollte mit seinem Assistenten nach Bartoroth. Wecke schnell Boris. Er soll sofort anspannen. Bin schon da, gnädiger Herr. Was ist denn? Fahre sofort nach Bartoroth und bring den Professor her, der dort im Wirtshaus abgestiegen ist. Ja. Doch ein anderer wartet auf den Professor. Und er hat nichts Gutes mit ihm vor. Professor Kruvajan? Ja? Mich schickt die Prinzessin Vaida. Ihr Vater ist plötzlich schwer erkrankt. Sie bittet euch, sofort zum Schloss zu kommen. Ja, bitte. Ich komme gleich mit. Ich will nur noch im Gasthaus Bescheid sagen. Das habe ich bereits erledigt. Man hat mir dort gesagt, wo ich sie finde. Dann also los. Nach circa 20 Minuten hält die Kutsche direkt vor der Gruft. Vom Kutscher fehlt jede Spur. Der Professor steigt die moosigen Stufen hinab ins Reich der Hexe Asa. Mitternacht, der 31.10.1881. Kruvajan. Im Sarg liegt fast intakt die Hexe Asa. Ich habe auf dich gewartet. Jetzt bist du da. Ich brauche dich. Sieh mich an. Sieh in meine Augen, Kruvajan. Komm näher. Wenige Tropfen deines Blutes haben genügt, um mir das Leben wiederzugeben. Aber ich brauche noch mehr von deinem Blut. Komm, küsse mich. Küsse mich. Völlig in ihrem Bann tut er, was sie ihm befiehlt. Die morschen Totenkopfzähne bohren sich in den Hals des Professors und saugen gierig seinen Lebenssaft. Halloween bei Hör mal zu. Schaurig schöne Unterhaltung. Papa! Papa! Beruhige dich! Es ist mir unbegreiflich, warum Boris noch nicht zurück ist. Er muss jeden Augenblick kommen. Der Teufel war es. Er kommt sicher wieder. Was hat er nur, Konstantin? Er fantasiert im Fieber. Katja, nur das Kreuz wird uns noch retten. Heute ist dieser verfluchte, unselige Tag. Sie haben mich rufen lassen. Der Professor ist totenbleich und er atmet nicht mehr. Was hat er nur, Herr Professor? Es ist ein Herzkrampf. Er muss sich irgendwie aufgeregt haben. Wir lagen bereits in tiefstem Schlaf. Da hörten wir plötzlich, wie er laut aufschrie. Als wir beide herunterkamen, saß er aufrecht im Bett und hielt mit ausgestrecktem Arm dieses Kruzifix hier, als ob er damit irgendetwas bannen oder abwehren wollte. Sie müssen es verstecken. Wenn er es sieht, kann es nur schlimmer werden. Asa! Aus dem Dunkel, das uns umklammerte, sind wir endlich befreit. Ich, Dracula, werde dir helfen, deine Rache zu vollenden. Ich werde dir Katjas Leid bringen. In ihren Adern fließt, wie einst bei dir, das Blut deiner Familie. Das Schicksal erfüllt sich, Asa. Du wirst weiterleben in ihr. Du wirst auch sonst genau sein wie sie. Und ich komme dann zu dir, so wie früher. Bitte geh schlafen, Konstantin. Papa ist jetzt ganz ruhig. Nein, nein, Katja, ich bin nicht müde. Gehen Sie ruhig beide schlafen, es geht ihm besser. Oh mein Gott, die Hunde, unmöglich das zu ertragen. Ivan, kannst du nicht endlich die Hunde zum Schweigen bringen? Sofort. Also bitte geh, Konstantin, ich bleib hier. Aber... Ich rufe dich, wenn es nötig ist. Sie sind noch hier?
Ich habe gedacht, es ist besser, wenn ich hier wache. Gehen Sie ruhig schlafen, Prinzessin. Es ist richtiger, wenn ein Arzt bei ihm ist. Aber Sie brauchen doch auch etwas Ruhe. Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Prinzessin. Ich bleibe hier. Blutdürstig schaut er auf den alten Fürsten. Er schläft ganz fest. Das wird ihm gut tun. Ja, sicher. Die Krise ist überwunden. Sie können ganz beruhigt sein. Aber jetzt ist es Zeit, dass Sie schlafen gehen. Sie brauchen unbedingt Ruhe. Herr Professor, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll. Lassen Sie mich bitte rufen, wenn es nötig ist. Es wird nicht nötig sein, hoffe ich. Ihr Zimmer ist nebenan, gleich am Gang. Gute Nacht und nochmals vielen Dank. Gute Nacht. Die Nacht voller Schrecken sollte erst beginnen. Und so wurde der alte Fürst das erste Opfer des Professors. Er entledigte sich der Leiche, indem er sie in den Kamin warf. Stark verbrannt fand Katja zusammen mit ihrem Bruder die sterblichen Überreste des Vaters. Professor Krobajan, ich bin es, André. Der Professor ist nicht da. Nicht da? Nein, er wurde in der Nacht noch zum Schloss gerufen, weil der Fürst plötzlich schwer krank geworden ist. Und er ist bis jetzt noch nicht zurück. Aber warum hat er mich denn nicht mitgenommen? Vielleicht, weil er wusste, dass Sie bereits schlafen. Meine Tochter hat die Kutsche gesehen, mit der er abgeholt worden ist. Haben Sie ein Pferd für mich? Aber natürlich, kommen Sie. Ich reite zum Schloss. Professor Krobajan! Wer sind Sie? Was wünschen Sie? Ich bin Dr. Gorobek. Ich habe gehört, dass Professor Krobajan heute Nacht hierher gerufen wurde. Ja. Ganz recht. Wir haben ihn kommen lassen, weil mein Vater plötzlich schwer erkrankt war. Er versprach, die Nacht bei ihm zu bleiben, aber er ging dann doch weg. Hätte er meinen Vater nicht hilflos zurückgelassen, dann würde mein Vater vielleicht noch leben. Ich finde das Benehmen Ihres Kollegen einfach unverantwortlich. Sie haben durchaus recht. Es ist mir auch unverständlich. Ich bin sehr verwundert und mache mir Gedanken darüber, denn wissen Sie, ich kenne Professor Krobajan sehr gut. Ich verstehe es nicht. Es muss irgendwas Schlimmes passiert sein, fürchte ich. Dafür spricht auch, als ich das Wirtshaus verließ, war er noch nicht zurück. Noch nicht zurück? Bitte kommen Sie. Um Gottes Willen, das ist ja Boris, der Kutscher vom Fürsten Weiger. Den erkennt man ja kaum wieder. Sieht völlig verändert aus. Wie kann das nur passiert sein? Vielleicht war er betrunken, ist dabei ins Wasser gefallen. Ivan, wir haben Boris gefunden. Er ist tot. Er lag unten am Fluss. Er sieht wie vom Teufel besessen aus. Er ist kaum wiederzuerkennen. Sein Körper ist völlig blutleer. Mir ist ganz schlecht geworden. Ja, grauenvoll sieht er aus, als ob ein Vampir ihn umgebracht hätte. Ruhig, sprech nicht so laut. Es ist besser, wenn die Herrschaften nichts davon erfahren. Der Fürst ist plötzlich verstorben. Ivan, was ist los? Boris ist tot, gnädiger Herr. Die Bauern fanden seine Leiche unten am Fluss. Stimmt das, Mathieu? Ja, gnädiger Herr. Es sieht ganz grauenhaft aus. Sein Gesicht ist aufgequollen und die Augen stieren einem an, als wenn sie noch sehen könnten. Und wo ist die Leiche? Auf dem Kirchhof, in der Totenhalle. Wir haben sie dorthin gebracht. Hey, du, komm mal her. Ich? Ja, mach schon. Hast du wirklich die Kutsche gesehen, mit der Professor Krobajan ins Schloss geholt wurde gestern Nacht? Ja, gnädiger Herr, ich habe sie bestimmt gesehen. Ich kam aus dem Stall und als ich die Kutsche kommen hörte, habe ich mich schnell versteckt. Auf dem Kutschbock saß aber nicht der Boris. Ich habe es genau gesehen, dass es nicht der Boris war. Es war ein anderer. Und zwar einer, den ich noch niemals gesehen habe. Bist du ganz sicher? Ja, gnädiger Herr. Ich gehe zum Dorf runter und sehe mir den Boris mal an. Und du kommst gleich mit. Ich hoffe, dass du mir noch mehr erzählst, Sonja. Alles, was du weißt. Du verstehst mich hoffentlich. Du darfst nichts verschweigen. Aber nein, gnädiger Herr. Ich werde euch alles erzählen. Seltsam. Es ist unglaublich. Er ist auf genau dieselbe Weise gestorben wie der Fürst. Diese Bisse am Hals lassen nur eines vermuten. Es muss sich um ein Tier handeln mit scharfem Gebiss. Oder um einen Vampyr, wie man diese Wesen in diesem Landstrich nennt. Ah! Hilfe! Hilfe! Konstantin! Was ist geschehen? Warum sind Sie so aufgeregt, Prinzessin? In meinem Zimmer hat sich jemand versteckt. Oh. Hinterm Vorhang stand er. Schnell hin! Ivan, du bleibst hier und bewachst den Ausgang. Dort, hinter diesem Vorhang da. Aber es ist niemand hier. Du hast dir das ganz sicher nur eingebildet. Aber nein, ich konnte seine Hand da im Spiegel ganz deutlich sehen. Als man weitersucht, trifft man auf den Professor, der blass
und mit Unschuldsmiene auf einem Stuhl sitzt und in einem Buch blättert. Sie war nicht im Gasthaus. Da habe ich ihre Sachen hergebracht. Auch die Ikone. Sie sagen, er ist plötzlich wie ein Besessener weggelaufen. Ja, als ich ihm die Ikone zeigte, rannte er aufgeregt weg, ohne jede Erklärung. Aha. Es ist wirklich sehr schwer, den Sinn dieser alten cyrillischen Schriftzeichen zu deuten. Man müsste dazu den richtigen Schlüssel haben. Wenn Sie wünschen, werde ich versuchen, diesen Schlüssel in alten Schriften zu finden. Ja, bitte tun Sie das. Ach, bitte. Ja. Meine Schwester ist durch diesen mysteriösen Vorfall sehr nervös geworden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihr raten würden, im Interesse ihrer Gesundheit hier wegzugehen. Ich habe schon versucht, ihr das klarzumachen, aber sie will nicht fortgehen. Sie glaubt es unserem Vater schuldig zu sein, dass sie hier bleibt. Sie waren sehr gütig. Und Sie haben mir durch Ihren Beistand sehr viel Kraft gegeben. Ich weiß, dass Ihr Herz noch viel zu sehr von Trauer erfüllt ist. Aber ich hoffe, dass ich... Ich danke Ihnen, André, für alles. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, sonst wäre das ganze Schloss abgebrannt. Merkwürdig. Ich habe von dieser Nische noch nie etwas gewusst. Doktor, der Vorhang hatte Feuer gefangen und als Ivan den Brand löschen wollte, hat er das Bild da zerstört und dahinter diese Nische entdeckt. Ich gehe mal hinein. Aber seien Sie vorsichtig. Diese Tür da scheint in einen Geheimgang zu führen. Seltsam. Dann hat mein Vater vielleicht doch nicht fantasiert. Seine letzten Worte waren wie eine Warnung. Er sprach von einem Geheimnis und von dem Mann da auf dem Bild. Dort habe ich die beiden Hunde in ihrem Blut gefunden, kurz nachdem Professor Kovajan verschwunden ist. Kommen Sie. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dann kann es nur das teuflische Machwerk von Dracula sein, dem Fürsten der Vampire. Und Jawotitsch, der Geliebte von Asa, war niemand anderer als Dracula selbst. Kommen Sie, wir müssen an das Grab des Verfluchten, bevor es zu spät ist. Die Maske. Was ist, Doktor? Diese Maske hatte die Hexe vor dem Gesicht. Wie kommt diese Maske hier auf den Friedhof? Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Werfen Sie sie weg, wir müssen an Draculas Grab. Dort links. Dort, wo die Erde aufgewühlt ist, das muss das Grab sein. Wir müssen es öffnen. Wenn wir Dracula in diesem Grab finden, dann können wir uns für immer von ihm befreien. Dann wird er nicht mehr aufstehen, um als Vampir seine Opfer zu suchen. Kruvajan. Gestern hat er noch gelebt. Ich habe ihn doch selber gesehen. Ja, er hat noch gelebt. Nein, es war nur sein Scheinbild. Aber wie kann das möglich sein? Ich habe doch selber mit ihm gesprochen. Und er hat sich bewegt. Weil er ein Opfer Draculas ist. Er war schon tot. Doch als Vampir konnte er sich wie ein Lebender bewegen. Der Mönch nimmt einen langen, schmalen Silbernagel, setzt am linken Auge an und treibt den Nagel bis ins Gehirn. Der Professor ist erlöst. Der Zauber ist gebrochen. Jetzt wird er für immer in Frieden ruhen. Kommen Sie, Doktor. Jetzt müssen wir handeln. Schnell zur Hexe. Das Blut Ihres Freundes hat Sie zum Leben erweckt. Sie versucht, neue Opfer zu finden. Sie braucht Nahrung, Doktor, sonst erlöschen ihre dämonischen Kräfte. Sie ist weiter auf der Suche nach menschlichem Blut. Gehen wir, ehe es zu spät ist. War auch der Fürst ein Opfer? Ich fürchte, ja. Aber wenn, ist er ein Opfer von Dracula. Die Hexe hat die Krypta noch nicht verlassen. Sie ist zu schwach. Sie lag auf dem Steinsarg. Ja, aber ihre Kräfte werden wachsen, wenn sie das Blut eines weiblichen Wesens... Von Katja! Ja, Katja ist in Gefahr. Sie darf keinen Augenblick mehr allein sein. Laufen Sie zu ihr. Bleiben Sie bei ihr und vor allem passen Sie auf, dass niemand in Ihre Nähe kommt. Und noch etwas. Schicken Sie mir Konstantin. Ich werde mit ihm zur Hexe gehen und ihr das Auge ausstechen. Es muss vor Sonnenuntergang sein. In der Zwischenzeit verabschiedet sich Katja am Totenbett ihres Vaters und traut ihren Augen nicht. Der Vater erhebt sich vom Totenbett mit langen, scharfen Eckzähnen. Brandblasen zieren seine Larve. Vater! 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 Ich bin nicht mehr dein Vater. Mein Blut ist nicht mehr das deine. Deine Lymphe, eine Verfluchte, fließt in meinen abgestorbenen Adern. Die Bande zwischen uns sind für immer gelöst. Oh.
Das junge Mädchen wird in den Sarkophag der Hexe gelegt. Sie soll als Blutopfer dienen. In der Zwischenzeit hat die Hexe die Gestalt Katjas angenommen. Ja, Katja, du hast nicht gewusst, dass dein Leben dem Teufel gewidmet ist. Und dass du für diese Stunde geboren wurdest. Aber gefühlt hast du es nicht wahr. Du hast es geahnt und dich gefürchtet. Du hast geahnt, dass dein Leben und dein Leib mir gehören. Und dass sich an dir meine Rache erfüllen wird. So zu werden, wie ich es von Anfang an deine Bestimmung gewesen. Deine Seele ist verdammt dazu, keine Ruhe zu finden. Fast wärst du durch die Liebe eines Mannes von diesem Fluch erlöst worden, aber die bösen Kräfte haben mir geholfen und jetzt wirst du durch meinen tödlichen Biss von den Klauen der Dämonen erfasst und Draculas Dienerin sein wie ich. Ja. Feurige Blitze entfahren den Augen der Dämonin. Komm. Ein Kreuz am Dekolleté verhindert vorerst das Schlimmste. Katja, ich habe sie überall gesucht. Ich habe solche Angst um sie gehabt. Ja, die Hexe will mich umbringen. Bitte beschützen Sie mich vor ihr. Unternehmen Sie etwas, bevor es zu spät ist. Vernichten Sie sie. Ja, Katja, ich werde sie vernichten. Fürchten Sie sich nicht. Und ich weiß auch, wie ich es tun muss. Ja, was ist denn? Die Hexe hat ja ihr Kreuz. Wie kommt sie zu dem Kreuz? Hier stimmt etwas nicht. Ich verstehe das nicht. Es ist doch... Kommen Sie, ich... Nein! Ich bin Asa und nicht die Frau, die du liebst. Katja liegt dort. Ich habe sie vernichtet und ausgelöscht. Deine Katja. Ich habe Rache an ihr genommen. Ja, sie war in unserer verfluchten Familie die Letzte. Und jetzt sieh mich an, André. Komm her und sieh mich an. Ja, versenke deinen Blick in meine Augen. Gleich wirst du mir zu Willen sein. Sieh mich an. Jetzt wirst du genauso wie Kobayan meine Lippen berühren. Komm her, André. Glücklicherweise stürmten die Dorfbewohner mit Fackeln bewaffnet die Gruft und setzten die Hexe in Brand. Nur noch ein Häufchen Asche blieb von Asa zurück. Der Wind verstreute es in alle Himmelsrichtungen. Der Tod der Hexe beendete den Fluch endgültig. Das war es in dieser stürmischen, gruseligen Halloween-Nacht bei Hör mal zu, dem Kanal, bei dem dir am 31.10. das Blut in den Adern gefriert. Nein, ich werde nicht öffnen. Oder doch? Ja, hallo? Wer hat da seine Zähne in meinen Hals geschlagen? Wenn Skelette freundlich winken, dann ist Halloween in Town. Hör mal zu, feiert mit. Halloween, heute ist Halloween, Halloween, Halloween. Heute ist Halloween. Ende.